Hallihallo, meine lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Foodhaul von mir. Ein Foodhaul gab es ja jetzt schon länger nicht mehr. Und ja, deshalb dachte ich, ich drehe den heute für euch ab. Ich war aber nicht einkaufen, sondern der Christian. Er kam wieder schweißgebadet zurück und hat gesagt, das war definitiv das letzte Mal, dass er alleine bei Kaufland einkaufen war. Er findet einfach immer die Hälfte nicht und dann muss er mich ganz oft anrufen. Ich muss ihn dann leiten, wo er hin muss. Und er hat gesagt, für ihn funktioniert das einfach nicht mehr in Zukunft. Ja, soll ich das denn wieder machen? Na gut, wir werden sehen. Auf jeden Fall zeige ich euch heute wieder, was der Christian alles eingekauft hat. Und zwar hatte ich ihn, wie gesagt, zu Kaufland geschickt. Wir fangen aber an wieder mit unserem Wochenplan. Und zwar gibt es heute bei uns eine Kartoffelsuppe mit Dampfnudeln und Vanillesoße. Das ist irgendwie ja so eine Kindheitserinnerung. Das hat meine Oma früher mal gekocht und wir essen das alle unfassbar gern. Deshalb gibt es das heute. Dann habe ich auf der Liste stehen Milchreis, den habe ich allerdings noch da. Es gibt nochmal die Low Carb Big Mac Rolle, die hat man jetzt auch schon länger nimmer. Dann habe ich noch Wraps auf der Liste stehen. Dann gibt es einen Hackreistopf, den isst die Celine so furchtbar gerne. Dann habe ich noch Gnocchis in Tomatensauce, Hotdogs, Gulasch mit Knödel und Rotkraut, Spaghetti mit Tomaten-Mozzarella-Soße und ganz einfach Nudeln mit Pesto. Das essen die Kinder so unfassbar gerne auch. Ja, und für mich auf dem Plan steht den Fake-Kartoffelsalat. Der wird ja mit Kohlrabi gemacht. Dann habe ich Nudelsalat. Pizza habe ich auf dem Plan stehen. Das ist ja allerdings diese Blitzpizza. Dann gibt es für mich einmal Maultaschen, die schicken Käsefluffis, die waren so lecker, die will ich nochmal machen. Und einen griechischen Bauernsalat. Yes, das erstmal dazu. Und jetzt würde ich sagen, wir starten auch direkt wieder mit den Kühlprodukten. Und zwar hat der Christian zwei verschiedene Arten von Maultaschen mitgenommen. Einmal die Suppenmaultaschen und einmal Maultaschen schon vorgeschnitten, weil es nur noch diese gab. Ich lege jetzt heute mal das Zeug einfach hier neben mich. Na, der Christian einmal Wiener mitgenommen für die Hotdogs. Dann für mich gab es zweimal geriebener Käse Light für die schicken Käsefluffies. Und ja, kann man ja immer mal gebrauchen, ne? Ist ja auch ewig haltbar. Dann hat er der Sophie Paula Pudding mitgenommen mit Vanillegeschmack und Schokoflecken. Das sind diese kleinen Becherchen. Dann durften einmal Eier mit. So, machen wir hier weiter. Da hat er zweimal Magerquark gekauft, je 250 Gramm. Das brauche ich ja für die Big Mac Rolle. Dann hat er zweimal Salamini-Kombo mitgenommen. Yes. Dann durften Dampfnudeln mit. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie getraut, selbst Dampfnudeln zu machen. Mal schauen, vielleicht traue ich mich irgendwann in dem Leben noch dran. Auf jeden Fall, ja, duften zwei fertige Päckchen Dampfnudeln mit. So, dann gab es einmal Joghurtmilch. Da habe ich ihm gesagt, dass er gerade bitte die kleinen Becher mitnehmen. Aber oftmals ist es so, ich mache den großen Becher auf und kann ihn gar nicht schnell genug aufbrauchen. Dann ist er schon schlecht. Und deshalb, ja, mag ich die kleinen momentan lieber. Und dann nehme ich ja auch immer den mit 0,1% Fett. So, dann durften noch normale Eier mit, jeweils zwei Päckchen. Und jetzt muss ich gucken, jetzt baue ich mich schon wieder ein hier. Dann hat er noch Mini-Salami-Teile mitgenommen, zwei Päckchen. So, dann für die Sophie hat er Teewurst mitgenommen und ich werde das öfters gefragt. Nein, die isst das nicht alleine, wir sind hier fünf Personen im Haushalt. Ja, da wir so kaum Wurst essen momentan, aber Teewurst, die geht immer, deshalb haben wir da meistens zwei Stück im Haus. Dann hat er einmal Butter geholt, die Streichzarte, die wir normalerweise benutzen, gab es nicht mehr. Und einmal Schafskäse Light, das ist jetzt nur so ein ganz kleines Päckchen, weil er nichts anderes gefunden hat in der Light-Version. Und einmal körniger Frischkäse. Ich mache mir da draußen voll leckeren Eiersalate. Schnippelt einfach in so einen Becher ein bis zwei Eier rein. Würzt das richtig gut. Frischen Schnittlauch oder Petersilie drauf. Mega, mega lecker. Das ist ein richtig schöner Brotaufstrich, der nicht ganz so viel Kalorien hat. Yes, dann hat der Rama Creme Fein gekauft. Creme Fein, Creme Fien, ich weiß es immer noch nicht, wie es richtig heißt. Einmal mit 19% Fett und einmal mit 7%, weil die 7% fetthaltige gab es nur noch einmal, deshalb hat er ja mit 19% mitgenommen. Jawohl. Dann hat er wieder etwas Mozzarella auf Vorrat gekauft. Ja, Vorrat, der eine Woche reicht.
Und zwar insgesamt 6 Mal. So, jetzt muss ich gucken, wo ich das noch hinlege. Das war's, glaube ich, mit den Kühlprodukten. Ja, also ihr seht, das war jetzt nicht ganz so viel. Wir haben überwiegend halt diese Woche frische Sachen gebraucht, weil wir ja ganz viel im Vorrat haben. Jedenfalls dürften 2 Mal Eisbergsalat mit. Jawohl. So, packe ich mal da hinten hin. Dann so kleine Snackmärchen. Ich hätte eigentlich lieber gern die großen gehabt, weil ich die zum Kochen überwiegend brauche. Und da schnippelt man sich ja bekloppt an den kleinen Teilen. Naja, geht aber auch. Dann 2 Kohlrabi hat er mir mitgebracht. Und hätte ich gewusst, dass die so groß sind, dann hätte er ja gerne 3 oder 4 mitbringen können. Weil die sind echt mega mini. Also die passen gerade so in meine Handfläche rein. Das ist nicht viel. Ich weiß nicht, ob ich davon wirklich satt werde. Ja, dann habe ich, oder der Christian, 6 Mal Tomaten gekauft. So, wo machen wir weiter? Dann gab es einmal noch 5 Äpfel. Da hat er jetzt die genommen. Gut, ich habe ihm aber auch nicht speziell Pink Lady aufgeschrieben. Aber bei Christian ist es so, ich darf nicht nur hinschreiben, was ich will. Ich muss es wirklich detailliert aufschreiben und meistens sogar, wo es steht, damit er es überhaupt finden kann. Das ist halt immer so eine Sache. Dann hat er Bananen gekauft und ja, die sind schon nicht mehr ganz so fresh. Es sei ihm verziehen, weil er sich einfach nicht mit auskennt. Ne? Das sind jetzt Bananen, Demeter steht da drauf. Aber ja, müssen wir halt wahrscheinlich sehr schnell aufbrauchen. Also werde ich die Woche doch nochmal frische Sachen kaufen müssen. Jedenfalls hat er noch Kartoffeln gekauft für die Kartoffelsuppe. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz hier rüber. Dann durften noch 3 Zucchinis mit. Eine brauche ich für die Kartoffelsuppe, da kommen die mit rein. Und mit den anderen beiden mache ich mir ja öfters ja mal die Zucchini-Spaghetti. Das habt ihr ja schon in meinem Food-Diary gesehen. Ich verlinke es euch nochmal hier oben. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Dann durften 2 Salatgurken mit. Und die sind auch schon nicht mehr so richtig fest. Also die muss ich auch relativ schnell aufbrauchen. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass er überhaupt noch so viel bekommen hat. Ich hatte ihm natürlich wesentlich mehr aufgeschrieben, das gab es halt leider nimmer. Aber was ich so mitbekomme von anderen, die selbst bei den frischen Sachen schon ganz extrem Probleme haben, bin ich echt froh, dass wir zumindest das einkaufen konnten. Jawohl. Dann durfte er einmal Zwiebeln mit. Und wir haben natürlich wieder ganz viel Paprika. Und ja, die hat auch wieder Plastik verpackt. Das ist dem Christian einfach zu viel mit den Netzen, ne? Der rafft das irgendwie nicht, ich weiß nicht warum. Aber da muss es auch immer ganz schnell gehen und dann greift er sich das einfach. Und ja, da haben wir 9 Paprika. Dann, jetzt muss ich mich beeilen, der Akku ist leer, oh nein! Einmal noch Cherry-Tomaten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das überhaupt noch hebt, ansonsten muss ich gleich schnell hoch den Ersatz abholen. Einmal Öl zum Anbraten. Und dann hat er einmal Oliven gekauft. Ich habe es ihm 3 Mal aufgeschrieben. Leider hat er nur 1 Mal gebraucht. Das heißt, die müssen wir auch nochmal nachkaufen gehen. Dann mache ich die Vanillesoße ja meistens auch nicht selbst. Da hat er jetzt 3 Mal diese Dessert-Vanillensoße mitgenommen vom Eisregal. Das ist eigentlich nicht die, die ich gemeint habe. Ich will immer die im Tetrapack, wo auch wesentlich mehr drin ist für weniger Geld. Hat er aber leider nicht gefunden. Deshalb wurden es dann diese hier. Und für die Wraps hat er gleich 2 Mal Knoblauchsoße gekauft. Von der Kaufland Eigenmarke, oder? Nee, von Kühne. Yes. Da habe ich Klebestreifen gebraucht, weil ich die Bastelsachen von der Sophie mal ja, aufhängen wollte. Und da hat er mir dann das hier mitgebracht von Tesa. Irgendwie fühle ich mich jetzt unter Druck gesetzt, weil der Akku leer ist. Ich wechsle den gerade mal ganz schnell aus. So, hier bin ich wieder. Es geht weiter. Der Christian hat mir noch Reiswaffeln mitgebracht. Ich dachte die ganze Zeit, dass die so viele Kalorien haben. Haben sie aber gar nicht. Hier haben 100 Gramm gerade mal 382 Kalorien. Und so eine Waffel, die wiegt ja fast nichts. Ja, deshalb hat er mir die wieder mitgebracht, weil ich da gerade auf den Geschmack gekommen bin. Dann hat er gleich 2 Mal Sandwich-Toasts gekauft. Eins werde ich wahrscheinlich eingefrieren. Und für die Hotdogs brauchen wir natürlich auch Hotdog-Brötchen. Da hat er auch 2 Päckchen mitgebracht. So, dann für die Kinder gab es wieder einmal Schoko-Knusper-Müsli. Das essen die total gerne, da haben mich auch viele gefragt. Manchmal einfach nur mit Milch, manchmal mit Naturjoghurt und Apfel drauf oder Banane drauf. Yes, so essen die das. So, und jetzt zum Schluss habe ich noch ein paar süße Sachen. Die dürfen ja bei Christian auch nie fehlen. Ist ja seine Lieblingskategorie, das wisst ihr mittlerweile, die Snacks und Sonstiges. Aber
Auch da hat er was vergessen. Das muss ich euch kurz erzählen. Wir haben so eine kleine Tradition, das kenne ich noch von früher, dass wir so ja ein, zwei Wochen vor Ostern spazieren gehen. Und aus Versehen verliert der Osterhase da immer schon so ein paar Schokoeier. Und deshalb sollte der Christian die eigentlich mitbringen. Hat er nicht bekommen. Die werde ich jetzt gleich so wahrscheinlich nochmal nachkaufen. Oder er bringt es heute Abend nach der Arbeit mit. Dass wir diese Tradition auch in diesem Jahr fortführen können. Auch wenn die Umstände ein bisschen blöd sind. Aber ich versuche für die Kinder viel Normalität im Moment reinzubekommen. Ich habe auch einen Tagesplan geschrieben. Ich guck mal, ich zeige euch das wahrscheinlich in einem der nächsten Vlogs. Ich wollte heute eh vloggen. Das mache ich jetzt gleich im Anschluss. Und da zeige ich euch einfach mal unseren aktuellen Tagesplan. Genau, das, ich habe einfach gemerkt, wir haben es eine Woche lang ohne Plan gemacht. Es funktioniert nur mäßig, weil meine Großen ganz gerne auch länger schlafen. Und es funktioniert halt einfach nicht. Ne? Dann ist die Konzentration hinüber, wenn sie erst mittags an die Lerneinheiten gehen. Und mir ist es auch wichtig, dass sie gerade jetzt bei dem Wetter viel an die frische Luft gehen. Und deshalb habe ich, wie gesagt, den Tagesplan erstellt. Ist ja auch egal, wir sind hier zu Food Hall und da geht es jetzt weiter. Knoppers hat er gekauft. Dann hat er einmal Hanutas mitgenommen. Chips durften erstaunlicherweise gar nicht so viel mit dieses Mal. Einmal von Chips Frisch die ungarischen und einmal Knuspermäuse Ketchup Style. Die kauft er immer und immer wieder falsch, das wisst ihr. Das habe ich euch im letzten Food Hall schon gesagt. Der findet die furchtbar eklig. Deshalb finde ich das immer so witzig, wenn er die holt. So, und anscheinend waren Schoketten im Angebot. Da hat er nämlich gleich vier Teile geholt. Habt ihr auch schon auf meinem Thumbnail gesehen. Da gab es einmal Schoketten mit Nougat. Dann Schoketten mit Alpenvollmilch, Haselnuss, einmal nur Vollmilch und einmal mit Kindermilch oder für Kinder mit Milch. Yes, das war das letzte Teil irgendwie. Habe ich das Gefühl, ich war gerade nicht im Fokus. Ich hoffe, das hat alles so gepasst. Yes, im nächsten Vlog, den ich heute drehen werde, bekommt ihr auch mal wieder ein Abnehmen-Update. Danach wurde ich jetzt gefragt. Ich habe nämlich beschlossen, das Ganze nicht mehr wöchentlich zu machen, wie ich es vorher bei Instagram immer gemacht habe. Ich mache es jetzt nur noch einmal im Monat und dann ist das Ding erledigt. Yes, aber das, wie gesagt, kommt im nächsten Vlog. Und ganz viele von euch hatten mich auch nach dem Sprühwischer gefragt, den ich hier habe. Den zeige ich euch einfach auch nochmal. Und ja. Genau, dann hoffe ich, wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Vlog wieder. Und ja, habt noch weiterhin eine schöne Woche. Bleibt alle weiterhin positiv und wir sehen uns. Bis dann, ciao.